Moin Leute, Trimax hier. Heute gibt es eine richtig geile Challenge gegen Bigspin. Und zwar werden wir gleich auf meinem Main-Account die Zeitreise-Herausforderung machen und Modern Royale. Ich spiele mein gutes Deck. Ich will nicht pushen, aber ich habe letztes Mal 18 Games gemacht und 18 Mal gewonnen. Anderthalb Stunden ohne Niederlage, der ganzen Stream. Unbesiegbar einfach. Hoffentlich klappt das heute auch so gegen Bigspin. Ich mach ganz kurz auf den... Lol, chillig, einfach. Gold. Selbstwann. Die machen wir direkt auf dem Pay-to-Win-Account. Aber auch im Free-to-Play-Account nehme ich hier ganz kurz mal zwei Kisten mit. Da freue ich mich den ganzen Tag drauf. Ich will das nicht offstream machen, nicht, dass ich irgendwie eine geile Karte kriege. Kobold-Käfig. Deswegen mache ich das immer hier mit euch. Bigspin, es ist soweit. Es ist soweit, was? Digga, willst du mich verarschen? Ich gucke auf dein scheiß Display und sehe, du hast ein Lego. Ich habe gerade gesagt, oh mein Gott, die Leute sind jetzt alles gekauft. Ist es mit Dings oder? Ich habe gerade gesagt, ich möchte die Kisten nicht offstream aufmachen, falls ich irgendwann mal eine Legendary bekomme. Ja, das ist mir nämlich schon mal passiert. Da raste ich extrem aus. Im gleichen Atemzug bekomme ich eine Legendary. Das ist das dritte Mal, dass ich aus einer Gammel-Chest, wo ich die Legendary anspreche, eine Legendary bekomme und die Leute schreiben Fake. Geil. Und das ist nicht nur irgendeine Legendary. Irgendeine Legendary wäre nice to have. Aber es ist ein legendärer Joker. Das ist hier eine Aufnahme. Ich habe geboostete Wahrscheinlichkeiten, Sachen zu ziehen, weil ich stecke mit Supercell so tief unter einer Decke. Legendärer Joker. Max, ich fass das nicht. Oh mein Gott. Vor allen Dingen den Joker. Und der Bomber. So, und du weißt, was das heißt, ne? Digga, die Leute kriegen Angst. Deine Mutterhexe. Meine Mutterhexe ist... Level 13. Wenn ich jetzt noch mehr Gold hätte, ich habe gerade die Mutterhexe im Shop. Ich bin kurz davor, die Mutterhexe zu kaufen. Wenn du das machst, Digga, das ist übel lost. Mit dir Free-to-Player-Account. Ich weiß, es ist extrem lost. Du wirst dann die nächsten 5 Monate über Gold holen. Ich weiß, ich werde die ganze Zeit weinen. Deswegen mache ich es nicht. Weil wir können Mega-Minion und E-Bubs und Zap alles maxen. Oh mein Gott. 12 von 20. Ich werde einfach Free-to-Play eine gemaxte Legendary haben. Ich muss ganz kurz aufs Klo. Mach das. Da kommen auch nochmal zwei Joker. Oh, das wird so nice. Nächste Challenge. Holy shit. Ey Leute, wenn euch das gefällt, einfach den Kanal abonnieren. Und wenn ihr Bigspin und mich unterstützen wollt, nutzt hier unten den Creator-Code. Meiner ist Trimax. Der hält 7 Tage. Unfassbar Support. Gerade zur neuen Season. Gebt kein unnötig Geld für das Game aus. Season Pass ist in Ordnung, wenn ihr viel spielt. Das macht Sinn. Den Pass Royale drüber hinaus nicht. Ich logge jetzt um und dann geht's los. Kurz davor. Es ist so geil. Es macht Clash Royale auch einfach so geil. Ist richtig. Ist ein geiles ist Game. Ist es, ne? Du musst dir mal überlegen. 5 Jahre, wenn wir jetzt nochmal 5 Jahre zurückgehen. Welches Game hat 5 Jahre gehalten außer Clash of Clans? Oder länger? Außer League of Legends. Nur ganz wenige Games haben so lange gehalten. Ja. Oh ja, hier habe ich's. Ah, ist es das? Retro Royale? Ja. Das wird sein. Da ist es. Ich hab's. Ja, ich hab's. Geil. Ich habe du wirst gleich so die Scheiße bekommen. Wie basteln wir dein Deck? Werde ich trotzdem komplett abziehen. Ja, ich muss da drauf drücken dann. Ich muss auf den Button. Du musst drauf drücken. Wie kann ich das hier irgendwie anzeigen? Egal, das sehen wir dann. Du kannst mich restreamen dann. Oh ja, da ist was. Nice. Kann man was übertragen? Was ist das? Ah. Ups, falsch. Oh, du könntest sogar auf 5-Head-Basis einfach nur mein Deck einblenden. Oh, würde ich fühlen. Oha, jetzt wird es professionell. Let's go. Zeig mal, wo das Deck wäre. Warte, das Deck wäre hier. Digga, das ist ja richtig professionell live. Das, der andere Profi einfach. Holy shit, da merkt man, dass wir halt das schon ein paar Jahre machen, ne? Nimm einfach, mach den Rahmen genauso, lass den genauso und pack's dann genau auf dein Overlay drauf. Einfach hier drüber packen? Nein, lass den Holz, genau, pack's da drüber, als wenn es original wäre, als wenn es deins wäre. Ja? So ungefähr, ja. Würde ich machen, ich weiß nicht, du kannst auch auf deins packen, also mir ist egal. So machen wir das, überkrass. Echt überkrass. Das sind wir einfach live. Okay, also, Intro haben wir gemacht, Challenge, ich spiele mein Main Deck, du spielst ein Random Deck. Wer fängt an? Ich würde sagen, du darfst aussuchen, weil der Handicap ist schon strong und ich war letztes Mal 18 Games ungeschlagen. Muss man einfach so sagen, ich bin jetzt echt ein Monster. Erstmal Squad Stream und dann fängst du an. Okay, ich fange an, aber du machst zuerst dein Deck. Okay. Dass ich mich freuen kann. Weißt du, das ist einfach, das pusht mich direkt schon. Aha. Drück drauf auf random. Okay, soll ich erst Deck machen? Okay, let's go. Ja, bitte. Okay. 3, 2, 1, erstes Deck. Oh Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast 3 Gebäude, Klozauber. Oh mein Gott, das Deck ist ja.
Einheiten. Davon ist einer der Inferno-Drake. Das Deck ist einfach. Da hat das Random-Deck aber mal richtig gezündet. Was willst du klonen in X-Bow? Oh shit. Das ist geil. Ey, die Challenge gefällt mir. Geh einfach rein. Und es geht um 50 Euro. Einfach rein, bitte. Okay, warte, ich muss hier kurz mal weg. Bildschirmaufnahme links machen wir aus. Das ist übrigens mein Deck, ein richtiges Deck. Ich geh rein. Jetzt muss ich aber auch gewinnen. Ich kann nicht dein Deck so hart auslachen und dann hier einfach 0-1 in Führung gehen. Also du machst dir damit selber Druck, dass du praktisch über mich lachst. Ja, aber das Deck war, aber es ist das schlechteste Random Deck, was es jemals gab. Es ist echt shit, ja, muss man sagen. Bin ich bei dir. Wenn du dann jetzt gleich wieder so einen Gegner hast, ne? Junge, also ohne Witz, bei dem Deck darfst du meinen Gegner nicht flamen. Da raste ich aus. Mein Deck ist der größte Dogshit. Wenn ich damit gewinne, habe ich es mir geearnt. Egal, wie schlecht der Gegner ist. Außer er ist AFK. Vielleicht. Ich freue mich so darauf, wenn du wieder sowas Geiles machst wie Mauerbrecher in den Minion-Horde setzen oder umgekehrt besser gesagt. Da freue ich mich extrem drauf. Da freue ich mich einfach extrem drauf. Was macht der denn? Oh, ich empfinde jetzt schon so viel Freude. Weil ich genau weiß, du wirst verlieren irgendwann und du wirst so ausrasten und wirst dich fragen, warum habe ich verloren. Und keiner wird es dir sagen. Ja, kein Fall. Doch, genauso wird das laufen, Max. Du weißt es auch. Du willst es nicht zugeben. Mm-mm. Das ist ein Hit, ne? Der ist komplett gemaxt. Hä, es ist Level 9. Ja, aber der hat Dingstruppen. Wie heißt das? Star-Level, okay. Star-Level, genau. Ja, überhaupt. So, den ziehe ich ihn jetzt erstmal ab. Er setzt Skelette ein, dann sepp ich alles. Ja, zieh dich im Cycle. Okay. Lustig natürlich. Ja. Digga, der spielt nur Öfen und ich hab da nichts gegen. Ich hab keinen guten Probe. Das ist cool. Gefällt mir nicht so. Also, ich möchte dich nur mal auf den aktuellen Stand bringen. Du liegst gerade hinten, ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, der hat bisher nur Öfen gespielt und Kleinkram. Ja, ja, ich kann dir sagen, wenn ich ohne Spell gegen Ofen spiele, ist das mein schlimmster Albtraum. Es kann nichts Schlimmeres passieren, als ohne Spell gegen Ofen zu spielen. Oh, dieser Nade, du bekommst ihn doch hin, aber im laufenden Challenge wirst du ihn so hart failen. Nö, nö. Ja, ja. So? Alter, der Gegner! Der ist professionell! Was macht der mit dir? Wunderschöner Sepp, das sind Hits. Das sind waschechte Hits. Du musst auch langsam auf deinen King Tower aufpassen, ne? Nur so. Nee, nee. Keine Zeitnot. Okay, was passiert jetzt? Schöner Sepp von mir. Ah, ich hätte auch den Dings doch treffen. Können wir noch cooler? Ey, du liegst immer nach hinten, ne? Und je weniger der Turm Leben hat, desto knapper wird das Ding für dich, wenn du weiter hinten liegst. Du hast ihn so hart fällt. Ich freue mich so doll auf den Moment. Zwei Öfen jetzt auf der rechten Seite. Das einer. Das sind zwei. Muss aufpassen, ne? Mhm. Der Typ ist so solid. Oh nein, er ist einfach verkackt. Nein, nein, nein. Nein. Der bessere Spieler gewinnt am Ende. Der kann sich seine drei Öfen gediegen in den Arsch schieben. So, sorry. Ich habe keinen großen Zauber und er verliert mit drei Öfen. Ich hasse ihn so. Ja, ich geh rein. Ja, du gehst rein. Und wie du reingehst mit deinem richtig geilen. Das wissen viele nicht, wenn die jetzt eingeschaltet haben. Das ist übrigens Big Spins Main Deck. Ich hasse es. Big Spins ist einfach. Er hat so Glück, dass in dieser Retro-Challenge genau sein Main Deck auszuwählen ist. Er hat Bomber und Firespirit, okay. Ich habe das Gefühl. Der ist so ein. Der ist ganz legend unterwegs. Oh, macht er Shit? Hoffentlich spielt er Schweinereiter, das wäre geil. Oh mein Gott, das wäre. Also da müsstest du schon. Oh nein. Okay. Ich hab dagegen nichts. Oh, du hast ein X-Bow, so richtig hübsch. Du musst jetzt um den Friedhof kümmern. Du rage dein Turm, aber dein Turm ist down, weil dein Deck so scheiße ist. Sorry. Das kann nicht sein. Ich spiele gegen den größten Knecht, aber er spielt Giant Graveyard in der Challenge. Giant Graveyard! Kann er sich bitte nicht einfach vergraben gehen? Du kannst nichts dagegen machen! Das ist so geil.
Bixxum war sich so siegessicher. Er sagt, er kann Handicap nehmen. Ich hatte ursprünglich gedacht, ich darf eine Karte bei ihm bestimmen. Ja, oder zwei. Ja, wahrscheinlich hast du das gedacht. Und auf einmal sagt er, nö, ich klatsche dir auch mit einem Random-Deck. Und verliert erstmal gegen jemanden aus der Knochengrube. Arzt hat noch das Messen nicht gelesen. Was soll denn noch passieren? Und jetzt greift der Inferno-Drank den Friedhof an. Der Inferno-Drank greift den Friedhof an. Das ist der zweite Turm. Okay, okay. Noch ist die Messe nicht gelesen. Geile Export, das ist nice. Geraged Expo. Also dein Gegner, ne? Ich hab gesagt, die letzte Challenge. Ich darf nichts gegen meinen Gegner sagen. Das ist auch die letzte Challenge. Ich hab's gesagt, du darfst nichts gegen meinen Gegner sagen. Er verliert gegen nicht. Musketieren Expo Rage. Ich habe rein gar nichts, um seinen nächsten Giant aufzuhalten, weißt du das? Klar weiß ich das. Aber krass, dass wir einfach so random Deck machen. Du kriegst genau dein Main Deck. Ich habe jetzt viele Backseat-Gamer im Chat, die sagen, du sollst den X-Bow klonen. Also da ruhig bleiben oder rage du eher ultra hart weg? Würde? Digga, ein X-Bow, wenn man nichts mehr hat, das ist auch so geil einfach. Aber er setzt da auch gekonnt 6 Elixier rein, bis er merkt, mit den Minions kann er es schaffen. Ich hoffe, das war dann auch mal. Der spielt auch so scheiße. Ja. Aber dein Deck ist auch so scheiße einfach. Das ist das beschissenste Random Deck, was jemals generiert wurde. Schöner Giant Predict. Aber die Skarmias nichts. Oh, er zappt sogar. Er zappt sogar den Inferno Dragon. Alter. Gar nichts. Das machst du sogar. Also dafür, dass die Truppen so kacke sind. Machst du es nicht bad, aber ich hätte halt mehr erwartet von deinem Main Deck. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße, das Deck. Wahnsinn. Wahnsinn. 50 Sekunden noch. Oh, würde mir das stinken. Das würde mir so stinken. Noch mal ein durch. Boah, wie viel ist. Okay, okay, alright, jetzt verstehe ich. Oh, Sepp! Ohne Sepp wäre das sogar richtig geil gewesen. Digga, er hat wirklich alles gegen mich. Er hat alles. Deck. Er hat alles. Es ist insane. Es ist wirklich insane. Mann. Ich schwitze mir den Arsch auf. Es kann nicht wahr sein, wirklich. Er ist so shit, aber er hat auf alles eine Antwort und dein Deck ist so dermaßen bescheuert. Das kann nicht wahr sein, ey. Das kann nicht. Ich spiele, also ich hab noch nie ein schlechteres Random Deck bekommen als das. Ich schwöre es dir. So war ich. Der Gegner hat über 11 Elixier geleakt. Der war so scheiße. Ich hasse ihn. Oh mein Gott. Warum spielt der Giant Zap gegen mich, wenn ich einen fucking X-Bogen als einzige Karte hab, mit der irgendwas Giant anzufangen Zap. Ist? Giant Zap Friedhof. Digga, okay. Ich sag, der macht die Challenge, gewinnt der. Weil er macht einen Win gegen dich und danach verliert er nur noch. Ich baue ein neues Deck. Oh ja, stimmt, warte, ich blende dich ein. Warte, ich blende dich ein. Bildschirmaufnahme links. Alter, so krass professionell. Okay, mach dir dein neues Deck. Okay. 3, 2, 1. Okay, mit dem Deck kann man gewinnen. Okay, das ist besser. Shit, aber man kann damit gewinnen. 3,8. Du hast Single-Target-Damage, du hast was für die Luft, du hast einen Tesla, du hast Zauber. Ja, es ist doch in Ordnung. Das Deck ist nice. Okay, du darfst. Ultra krass mit der Deckeinblendung hier. 1-0 für mich. Us. Die Gans. Die Gans, die Gans.
Hier schreibt jemand nach diesem Game Challenge Win gleich Prime Sub. Danke dir, Mann. Wahrscheinlich hast du sogar schon mal anders geprimed. Sehr aggressiv jetzt zu Beginn. Oh, der ist etwas shit. Witzig. Witzig. Wiedner setzt den Musketieren als Tank ein. Ist dir das aufgefallen? Klar. Ich möchte... Es ist okay, wenn ich verliere in so einer Challenge. Es gibt aber eine Ausnahme. Ich darf nicht verlieren, es darf am ersten Game liegen. Was, wie findest du die Kanone? Alter. Hm? Wie ist findest du die? Ganz andere Dimension. Was ist denn das? Schwierige Cannon, Alter. Krass, 3 Elixier und gleich ist sie weg wieder. Wäre ja nicht so viel gebracht. Valkyrie ist raus, das heißt, wir gehen rein. Mhm, Holz. Er hat 2 Karten noch nicht gezeigt. Okay, Sepp. Ach, wie findest du die Kanone? Big Spin! Da geht Big Spin! Katastrophe. Es würde mich nicht so tangieren, wenn ich nicht nur jetzt zurückliegen würde. Guck dir diesen Sepp an. Zack. Und jetzt tankt der Miner. Und der checkt es gar nicht. Und jetzt kommt rechts. Oh Gott. Hör aufgeben. Er legt dir nichts hier. Also warum gibt es immer noch das Spiel des 5 heraus, warum gibt es immer noch solche Hosenscheiße? Das ist insane, wirklich. Du hattest das schlechteste Random Deck aller Zeiten und ich glaube, das war der schlechteste Gegner aller Zeiten. Ich gehe rein. In meinem neuen innovativen Deck. Also die Kombi aus dein unwinbares Game und mein Free Win ist einfach herrlich. Jetzt muss natürlich der Win kommen, ne? Ich hasse ihn, das ist schon wieder Graveyard. Warum denn? Warum spawnen alles Werte hinten, sobald das Log einfach vorbei ist? Auch chillig, auch chillig. Okay, so viel Damage hast du nicht gekriegt. Er hat Tesla. Er spielt in dieser Challenge den Tesla. Was für ein scheiß Schwitzer. Geht nicht. Ey, du auch, Mann. Du auch. Ja, ne, Digga. Wie schreit jemand, das ist der gleiche, stimmt das? Nein. Glaube ich nicht. Ein Skeleton, Alter, dafür ist er bekannt. Ich hab noch nie einen Giant Skeleton von hinten gesehen. Ich hab's immer nur mich angreifen sehen. Du? Hast du schon einen Giant Skeleton so gesehen? Hä, ja, klar. Befriedigend. Oh, jetzt! Rechts Backdoor, ob das mal klappt? Nein, der Gegner ist zu gut. Schade, Mann. Oh mein Gott. Also mein Gegner hatte mit seiner Kanone so reingeintet und dein Gegner tryhardet so heftig. Er schwitzt um sein Life gerade, aber er wird trotzdem verlieren. Edson Alf Jr. aus Barajos MX. Geiler Zocker. Du kriegst mir jetzt 0,2 Elixier geleakt. Der Pfeil denn, ne? Der Feuerball, okay. Meiner Kobold-Fass. Krass, genau. Ja, ich hab nichts anderes, schade. Das war mein erstes Main Deck meiner Kugel fast tatsächlich. Ja, genau. Ja, wollte ich mir gerade sagen, das erinnert mich doch noch daran. Alter, der Bowler war sehr satisfying gerade. Und ja, der checkt nicht, dass der den Feuerball ein bisschen früher werfen müsste eigentlich.
Null Damage Friedhof. Man kennt's. Was macht das Giant Skelly? Okay. Es ist Damage, keine Frage, es ist Damage. Der Turm, Max, es ist der Turm, jetzt hältst du dein Maul und gehst ins nächste, oh und verlierst erstmal. Oh mein Geil. Gott, so wack, er verliert einfach, wie kann man ja, so schlecht da sein? Da sehe ich mich. Genau da. Geil, das okay. ist richtig. Trotzdem 2-0 zu 1-1. Alles gut? Ach, du bist schon drin, ich hätte Deck bauen müssen. Achso, ja, machen wir gleich. Du sagst, geh rein, hast du gesagt, geh ich rein. Hm. Kann ich doch sagen, verlierst, verlier und du verlierst? Oh, weil Kyrie ist raus, das nutzen wir und wir gehen rein. Oh, yo, was? Heyman. What, was hat denn der alles? Er hat Dark Prince, Bomber und die Valkyrie. Ein Blessing. Wenn er jetzt mal was gegen Luft hat, freue ich mich extrem. Ja, der wird springen an Turm. Oh, oh, wie sad ist es? Max, sag's mir doch. Nee, nee, er hat schon nicht. Wieder Ofen. Der letzte Ofenspieler, hast du dir den Arsch Mann, abgeschwitzt. Was ist denn das? Ist ja blöd mit Ofen, ist blöd. Das ist geil. Das ist geil. Der Typ ist aus dem tschechischen SK-Clan. Nein. Der Typ hat die Elite-Barbaren gefressen. Ach Digga, was hat. Er hat Valkyrie, ja. Dark Prince, Bowler, Bomber, Baby Dragon. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ist auch mal wichtig, einfach Antworten auf die E-Buffs zu haben. Oh, der Gegner macht das gut. Der pressure dich schön. Du hast keinen Plan, wie du es steffen sollst. Oh, der Ewus, Mann. Das ist ja Kamikaze. Der würde mir leid tun, der Ewus. Was für unwürdige Arbeitsbedingungen. Mhm, ist ja gut. Jetzt kommt der geragte Miner, den mögen wir alle. Ah, der geragte Miner für die besondere Value. Ja, das ist schön. Ja, Holzzeit und Miner sehe ich auch immer eine CR bei den Pros. Wilde Kombination. Er hat mit einem Fallswip mehr Damage gemacht, als du mit gesamten Miner-Chip. Mit Rage. Und das ist geil, der Baby Dragon, der hält den auf. Kümmert sich dann um den Bomber. Und jetzt kommt der nächste. Und dann kriegt er auch noch. Der Valkyrie gefällt, aber hat noch Baby Dragon, alles gut. Kannst du bitte die Lage fixen, danke. Der fängt noch einen Spirit ab, sehr schön. Ja, also Elite-Barbaren kann ich ja schon mal hardcore knicken, ne? Das stimmt, und das ist auch deine einzige Karte, mit der du gewinnen kannst. Entspannt. Das würde mir jetzt stinken, deine Bowler easy. Ja, der Bowler kam zwar 3 Stunden zu spät, aber trotzdem gut. Sicker Plate, hä, was? Ich umgesetzt. Ja, das passiert dir öfter. Das war super nice gegamed. Aber so, was hat er jetzt? Hat er bitte Nail oder so? Spiel doch bitte irgendetwas gegen den Baby. Du musst doch noch 2 Karten im Deck haben. Was sind denn deine letzten Karten, Junge? Mach was! Jetzt könnte ich einen Insane Zap time. Zack, das war der Insane Zap. Mega Man kann ich komplett den Ofen zerstören. Also wenn man dir zuhört, würde man denken, du gewinnst, aber du verlierst gerade. Ah, guter Miner, gute Idee auf jeden Fall. Ja, selber am besten nochmals für die Value kriegen. Hat noch Zap, okay. Wichtig. Es kommt gleich der Punkt, so in, nach dem Push kommt der Punkt, wo du normalerweise, wenn du jetzt nicht... Ach, close. Normalerweise wird jetzt der Punkt kommen, wo du schon wieder ungeduldig bist und extrem getriggert bist und sowas sagst wie, ey Mann, was hat denn der alles? Nein. Doch. Oh, Pfeile auch noch. Ey, was hat der denn alles, Max? Erzähl's mir doch. Das macht der Mann gut. Der spielt seine Stiefel runter. Schlechtes Mega-Minion. Stirbt einfach nur. Frischfleisch. Ja, kann man so machen, klar, kann man so spielen. Gute Gedankengänge mal wieder, aber irgendwie mal wieder auch nicht gut umgesetzt. Ja, meiner kommt jetzt rein, der fängt er aber easy ab, weil er schlau ist. Macht aber guten Damage, ja, okay, ist gut. Kann er realisieren, dass der Baby Dragon sich zum 5. Mal außerhalb. Oh nein, nein. Bitte verlier jetzt nicht dein Hirn auf die letzten Meter. Hast du da gerade gesappt? Nee, du? Alter, wie close war das gerade bitte, Max? Wie close war das?
Das war ja unfassbar close, du da fast am Turm gekommen wärst. Was? Das kann nicht sein. Warum scheißen deine Gegner auf die letzten Meter jedes Mal so hart rein? Die spielen gut bis zur 5. Minute und dann wird ihr Gehirn einfach entfernt. Was ist denn das? Es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Es ist so grauenvoll. Das ist der Zwillingsbruder von dem Gegner eben. Die sind beide so scheiße im Game. Let's fucking go. Es ist so ein stabiles Game. Und wieder knacke ich ihn in der Dreifachen. Let's go. Wahnsinn. Die Menge tobt. Sie ist am Jubeln. Warte, ich zeig kurz dein Deck und mach. Okay. Zeig mir dein neues Deck. 2, 1, go. Ja, ich habe keine Win Condition, ne? Und ich habe 4 Spells, die alle dumm sind. 4 Spells. Also, das gibt's aber ganz oft, dass Lightning, Poison und Feuerball gespielt wird. Das habe ich super oft gesehen. Ja. Sollst du die Bildschirmübertragung ausmachen? Stimmt, das ist einfach gar nichts. Leute, das ist witzig, ob wir die gleiche. Wie random. Hä, wie schlecht? Aber wie gut zugleich, das passt genau drauf. Ja, ich weiß. Oh Gott. Das feier ich. Du hast aber, das ist krass, Mann. Poison, Lightning, Feuerball. Man hat eigentlich immer einen von den drei großen Zaubern dabei, aber du hast alle. Das finde ich bemerkenswert. Oh, die Guards. Und Mini-Packer, bist doch immer überraschend ruhig. Auch die Guards. Mirror-Matchup, geil. Jetzt hast du einen Mini-Packer. Die Pfeile schon raus, aber der Mini-Packer kriegt einen Hit. Bixby liegt hinten. Saustarker Ritter vom Gegner. Drei große Zauber. So ein random Packer-Duell mit den Guards, dass ihr beide Packer-Guards habt. Das ist noch random als ein random Deck. So unfassbar dumm. Ach so. Natürlich. Du hast ein Lightning. Schön. Aber ich find's trotzdem witzig, dass er einen Packer und einen Phenoturm hat gegen den Packer. Und noch einen Mini-Packer auch. Darfst nicht vergessen. Ist genau mein Humor. Oh, scheiße, Mini-Packer. Setzt du jetzt die Guards an? Oh ja, aber dann hast du sie gleich nicht mehr gegen den Packer. Ja, der ist nicht im Cycle. Packer mit 4 Zaubern, das ist echt krass. Echt ein cooles Deck. Ah. er hat aber auch die Random Deck Challenge mitgemacht, ne? Die Pfeile. Der geragte Turm von X-Spin. Okay, war nur ein Problem. Ich hab nicht mehr AG. Pixel jetzt 0,3 Licks hier geleakt. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott, würde mir das stinken. Der spielt die größte Scheiße. Du würdest ohne Witz 1000 von 1000 Games gegen ihn gewinnen. Ist dir das bewusst? Ja. Also ohne Witz, das Deck vom Gegner ist genauso random. Aber meins ist beschissener, weil ich 4 fucking Spells hab, Max. Ich weiß. Verstehst du das? Ich weiß. Und Darts. Also, wie kann er so ein... Wie kann er so sein, Max? Ich hab dagegen nichts. Er wird das Feld spielen. Ich hab verloren. Das war's. Ich hab verloren. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts gegen diesen Tollknecht tun. Er spielt Inferno, Tom Packer, Mini Packer und Wolljan. Und dann hat er Pfeile gegen die Horde. Ich heule, Alter. Was das sind denn das für Knechte? Das ist das Heftigste. Das ist so heftig. Digga, das ist so geil, dass du in dieser Challenge die schlechtesten Gegner der Welt bekommst. Mit den schlechtesten Decks. Aber diese Decks konnte nichts sogar. Wahnsinn. 3-0 zu. Ja. 1-2. Eine Niederlage und du bist raus. Oh. Okay. Du musst langsam mal verlieren, das wäre ganz gut. Ja, ne? Ja.
Oh, kann das durchlaufen komplett. 3 Hits. Dann noch ein Royal Giant davor. Soll ich dir was sagen? So, ich mache keine Sportwetten oder sowas, ne? Mhm. Ich habe noch nie so unbefriedigend und schnell offensichtlich 50 Euro verloren wie gerade. Richtig. Ich flame meine ganzen Kollegen, die Sportwetten machen, dafür, dass das total dumm ist. Ja. Ey, bin ich total bei dir. Mit dir auf. Aber so hier geht's wenigstens auf die eigene Leistung. Hier geht's wenigstens auf die eigene Leistung. Ah, ja, klar. Wobei deine eigene Leistung komplett egal ist. Bei den Decks, die du ziehst. Guck mal, der lässt sich einfach gewinnen. Ist der schon wieder AFK? Was macht der? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass du solche Larrys bekommst, Junge. Oh, er surrendert. Hä? Wieso surrendert er? Hä? Boah, das ist ja blöd. Ey, aber das war genau so, als ich gegen Mickey gespielt habe. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das war genauso schlimm, genau gleich schlimm. Genau gleich schlimm war's. Da ist jeder Gegner instant AFK gegangen. Okay, ich geh rein. Ja, hast du mal schon ein Deck gesehen? Nein. Bist du ready? Ja. 3, 2, 1, go. Bullshit. Oh, das ist ganz gut. Das ist halt ohne Spell, aber an sich, glaube ich, kann man damit gewinnen. Sehr schön. Ich bin 4-0, du bist gerade noch 1-2. Okay. Das ist natürlich dann, ja, Matchpoint für dich jetzt, ne? Die 3 Niederlagen ist vorbei. Ich sage es zu nichts. Ich habe das ist keines Kommentares würdig. Edgards gegen Prinzenholzfäller. Edgards. Imagine, du spielst Guards in deinem Dingsten Lava und Deck. Wenn er jetzt wirklich Lava los. Matchpoint. Ich hasse ihn dann. Ich hasse ihn wirklich. Es ist für dich nicht begreifbar, wie sehr ich ihn hasse, wenn er jetzt Lavaloon spielt. Oh, ich wusste, dass er einen Feuerball hat. Fuck. Alles klar? Matchpoint jetzt. Ich hasse ihn. Lavahund. X-Men, was hast du dagegen? Hast du irgendwas gegen Luft, was nicht vom Feuerball stirbt? Ich hab ein bisschen was gegen Luft. Ja, aber das nicht vom Feuerball stirbt? Magier. Du musst es auf jeden Fall gewinnen, sonst ist das YouTube-Video zu kurz, ne? Schon richtig. Chef Strubel war gerade bei mir im Chat. Ich zitiere Chef Strubel. Mad cause bad. Hm. Was sagst du dazu? Das einzige, wo Chef Strubel kompetent ist, ist das Shitstorm auf Twitter auszulösen. Oh damn. Gefällt mir. Ja, der Gegner flawless verteidigt, 0 HP Damage bisher hat er kassiert. Big Spin selten so ruhig erlebt. Max, du musst wissen, mein Gegner spielt nicht nur Lavaloon, mein Gegner schwitzt gerade wirklich. Ich weiß alles. Bei mir kannst du zufrieden sein. Ich verstehe das wenigstens alles. Jetzt ein saftiger Feuerball werden und ja, eingesaftet. Jetzt versucht Bixby durchzukommen, doch der Gegner hat einen Grabstein und die Guards. Unmöglich, irgendwie an den Turm zu kommen. Bixby hat keinen Zauber, um da zu unterstützen. Das ist ein Matchpoint. Ah, cool. Cool, das schon. Das ist ein ganzer, kompletter Loon mit einem echten Hit. Er hat das Einzige, was Bixby machen kann,
weil der Prinz funktioniert während Barbaren, aber der Gegner hat einen Feuerball. Der hat einen Feuerball. Bixton hat jetzt schon fünf verschiedene Angriffe. Du kannst aber du Bixton nicht hat jetzt schon so viele verschiedene. Du kannst es nicht, es funktioniert nicht. Du kannst dieses Deck nicht so knechtartig spielen wie er. Verstehst du es bitte? Bixton hat schon jetzt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten versucht durchzukommen. Es waren jetzt bisher sechs alternative Angriffe, aber keiner ging ansatzweise durch. Es ist Matchpoint. Der Gegner hat Lock Eus gegen meinen Magi und spielt Jan Garzahn. Ich kann nichts tun. Matchpoint. Oh, jetzt verdammt der Baby. Du hast, er hat. Das ist so krass. Das ist, glaube ich, der heftigste Konter, den wir je gesehen haben. Und Bixman ist live dabei. Hier der Feuerball. Ja, wenn ich eine Bombe bekomme, die Bombe durch den Turm. Ist die Bombe am Turm? Nein. Nee, ist sie nicht. Ist sie nicht. Oh, sehr schön, dass der. Ah, ne, unterstützt, ja. Hat alles aufgehalten. Gegner verteidigt das Flawless. Kannst du nicht erzählen, du kannst mir nicht erzählen. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Scheiße nicht gezinkt ist. Die ist so gezinkt und er ist am Turm. Turm ist am Turm. 200. Guck dir diese Kacke an. Er hat die besten Karten gegen mich, Junge. Wenn es jetzt nicht 23 Uhr wäre, ich würde komplett. Das kannst du mir nicht erzählen. Das kann nicht sein. Das ist die größte Scheiße aller Zeiten. Ich habe noch nie so eine Challenge gespielt, bei der ich so am Limit bin. Ich schwöre es dir. Was ist das, Alter? Das ist so gut. Ey, ich kann nicht so nachvollziehen. Das ist so geil einfach. Das ist so geil. Ich krieg nur Free Wins. Der Typ ist ein fucking E-Sportler. Guck ihn dir an. Er hat alle Karten. Er hat Guards. Er hat Grabstein. Kein Mensch dieser Erde spielt dann noch ein Ebus da drin und ein fucking Holz. Der Typ hat so einen gesoffen bei seinem Deck. Und es funktioniert. Der Typ davor spielt Pfeile gegen Minion-Horde. Pekka, Mini-Pekka, Inferno-Turm-Guards gegen meinen Pekka. Und ich habe vier Zauber. Was ist das? Erklär es mir. Was ist das? Digga, mir muss nichts erklären. Bei mir sind bestimmt wieder 10.000 Leute, die Decks nicht checken und die Zusammenhänge und die sagen einfach nur Mad cause bad. Aber ich verstehe dich komplett. Ich verstehe dich komplett. Ich habe alles gesehen. Er hat einfach Guards und einen Grabstein und dann hast du vielleicht hast du noch die Barbaren, um damit was zu reißen, aber er hat einen Feuerball. Ich hasse ihn. Bist du jetzt raus aus der Challenge, sag mal? Ich hasse ihn. Ich bin raus, ja. 1-3. 1-3. Ein Win in der Challenge, lädst du das überhaupt hoch? Lad mal bitte einen Win hoch, wenn ich 4-0 stehe. Ey, aber das gab es auch noch nie auf deinem Channel, dass du nur einen Win in der Challenge packst. Das ist echt nice. Ich also, wenn du... Ich würde dir ein Leben noch geben. Aus Kulanz. Weil meine Games so free waren. Die waren einfach so free. Okay. Ein Leben würde ich dir noch geben. Okay, gut. Mach vielleicht mal. Verliere ich jetzt dreimal und du gewinnst immer und bist unbesiegbar. Machen wir. Nimmst du das eine Leben an? Ich nehme das eine Leben an, ja. Nur das Leben wird dir von irgendeinem Random. Wenn du das letzte Scheißdeck spielst, so abgenommen. Ich gebe dir dieses eine Leben und es wird einfach so verschwendet gegen irgendein Rando. Alright, ich gehe rein ins Game, ja? Ja. Vielleicht auch der legendärste Comeback aller Zeiten. Da sehe ich mich. Nach den Partien gerade sehe ich mich da auf jeden Fall. Stimmt, wenn man 1-3 steht. Comeback-Chance auf jeden Fall sehr hoch. Steff, du gewinnst jetzt 12 Games am Stück.
Der Minipack hat geschissen, sorry. Auch spinnt ihr? Ein Hit bitte? Ja, so. So sieht Damage am Turm aus. Ich bin gerade ohne Worte. Ich kann das alles nicht in Worte fassen. Ich bin gerade ohne Worte. Ich verstehe es. Es war genauso andersrum, als ich gegen Mickey gespielt habe. Genau so. Er kriegt nur Free Wins. Ich krieg Konterdeck Sweater. Und ich war fassungslos. Fassungslos. Das ist insane. Ja, keine Ahnung, ich würde jetzt shit talken, aber ich bin nicht in der Position dazu. Bin leider nicht in der Position dazu, dich zu shit talken. Korrekt. Und ich würde sogar in dieser Position sein. Der ist zwar nicht dran, aber das ist ein geragter EOS 2. Jetzt noch ein dritter? Na, okay. Ohne übertreiben. Dein Gegner, ne? Du hast halt bisher noch nicht verloren, verstehst du das? Ja. Du hast noch nicht verloren und ich habe 3 Niederlagen. Alter, wie geil. Was sind das für Pfeile? Ich hab doch gar nichts, was man befeilen könnte. Ich hab nichts, was man feilen könnte. Hast du das gesehen? Der Gegner ist so ein scheiß Loser. Du kannst es keinem erzählen. Er spielt das Spiel zum ersten Mal. Er hat sich den Pass Royal gekauft, Alter. Er hat einfach. Der hat den Pass Royal. Der hat 5 Euro ausgegeben und setzt einen Magier instant in 2 Elite-Barbaren. Das musst du dir reinziehen. Normalerweise ist ein Pass Royal extrem geil. Pass Royal. Bei dem ist das der hätte das Geld genauso gut verbrennen können, Alter. Ohne Witz. Das ist ein Traum. 5-0 die Challenge, sauber. Jetzt geht's für mich schon weiter in der Modern Challenge, aber da schafft es Bixby wahrscheinlich nicht hin. Gratis, ich mache ein Deck. Ja. Okay, warte, ich guck. Bildschirm haben wir links. Zack, okay, zeig mal dein nächstes Deck. 3, 2, 1, go. Okay. Das ist bisher das beste Deck. LOL. Tesla, Pfeil, alles. LOL, einfach normales. Ich geh rein. Coluccini aus Dark Paladins. Okay, ich schwitze mir jetzt den Hintern ab, nur gegen Bixby zu gewinnen. Oh, der. Seine Emotes, mega nervig. Geiler Tesla. Tesla-Zuckung. Er kriegt das Messer rein. Hab ich's richtig getimed? Ich glaub nicht, oder? Er hat Rocket, halt die Schnauze. Uiuiuiui, da kommt die Rakete. Dir ist bewusst, dass die Rocket der größte Konter zum Rune ist, ne? Korrekt. Ich hab dir ein Leben geschenkt, mach was draus. Siehst du die ganzen Emotes vom Gegner so ausgemacht? Nein, sehe ich nicht. Alles gut. Okay, dann kann ich es dir sagen, er schickt richtig viele Emotes. Er schickt durchgehend die Messer und das schreiende Schwein. Ich halte die Emotes an, du Kek. Ist ja noch nerviger. Ich habe irgendwie Schaden gemacht, ich weiß noch nicht ganz wie. Minions. Bist du bereit für eine Rocket? Natürlich, immer. Sehr gut, der Gegner auch. Wie viel kostet ein Loon? 5 und eine Rocket 6. Ja. Das ist deine einzige Win Condition. Das ist korrekt. Immer schön, wenn du die
Nado noch, ah, cool, Digi. Nado noch, klar. Nado. Okay, das ist schon krass. Oh, der Dark Prince, der Dark Prince. Dark Prince macht insane Flächenschaden und die Rocket. Oh, der Dark Prince connected. Jetzt die Rocket raus. Bitte, Nado erstmal. Das ist mindestens ein Hit. Er schickt weiter Emotes. Das ist der Turm. Das ist der Turm. 10 Sekunden noch. Ich habe ein Game gewonnen. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe einfach ein Game gewonnen. Du hast gewonnen, Alter. Ich habe einfach ein Game gewonnen. Man mag es nicht glauben, dass das passiert ist. Du hast einfach gewonnen. Glauben. Wahnsinn. Schau es dir an. Wahnsinn. Ich habe einfach gewonnen. Ich wusste nicht, dass es möglich ist. Oh. Geil, Alter. Sehr geil, Mann. Glückwunsch, dass du auch mal gewonnen hast. Danke, Mann. Geil. Weiß ich zu schätzen. Okay, was hatte ich jetzt nochmal für mein zweites... Ich bin ja schon in der nächsten Challenge wieder. Nicht so wie du, bist ja noch ganz am Anfang bei der anderen. Ja. Ich brauche jetzt... ja, ich brauche jetzt mein Deck. Was war das denn nochmal? Es waren auch E-Bubs, ne? Was, Mega Mini? Ich weiß es nicht mehr. Chat, einmal helfen. Das war gestern im Stream. Fast das gleiche Deck. E-Giant. Hab ich E-Giant gespielt? Ja, stimmt. Du hast E-Giant gespielt. Ich glaube schon. Nee, du? Hatte ich einen Sparky? Nee, ne? Was denn noch? Ein Eowyn hatte ich, glaube ich, noch, oder? Nee, Mutterhex hatte ich. Jemand kommt in meinen Chat und schreibt, Rakete hat dich gerettet. Ja, Mann, ich bin ihm wirklich auf ewig dankbar, dass die Rakete mich gerettet hat. Wirklich geil. Rakete, my Lord and Saver. Danke. Das ist nicht die Flugmaschine drin. Ich glaube, du hast Sepp drin. Ah, nee, Sepp gab's nicht. Hatte ich den Inferno Dragon auch nicht. Ich glaube, so sah das irgendwie aus. So ähnlich, ne? Ja. Aber Holz anstatt so, ne? Du bist der Tank. Mach den Damage. Dann hab ich die dahinter. Warte, war das mein Deck? Skarmy, schreibt jemand. Skarmy gibt's gar nicht. Selten lost, what the fuck? Das ist mein Deck. So war's, so genau so war's. Kann schon sein. Ich geh rein ins Game. Kannst du bitte verlieren? Ich hab's dir gesagt, ich gehe hier auch für alles durch. Bike to cycle. Nun habe ich ein Problem. Das ist richtig. Dein Turm fällt. Komplett? Seine aber auch. Nee, nicht ganz komplett. Seiner fällt insane. Sein Turm fällt richtig toll. Oh mein Gott, sorry, Wixbin. Das konnte ich jetzt auch nicht wissen, dass der Turm so fällt. Uiuiuiui. Ja, cool. Machen die denn da? Wie lange brauchen die? Oh, Widerreiterin hinten in den E-Giant. Hinten, betone ich. Ganz hinten. Uiuiui. Ist auch nicht so gut, ne? Tot ist sie. Tot. Ich brauche meine. Ja. E-Barbs gegen seine E-Barbs. So spielt die Mutterhex. Es gibt nichts, das man verzaubern könnte. Nicht aufhalten? Schaffen die das zusammen? Natürlich schaffen die das zusammen! Jetzt kommt was Verrücktes. Zack. Einmal ranziehen. Einmal sterben, einmal zum Schwein werden. Ewe stunt. Oh, das wäre heftig gewesen, ne? Wäre, ja. Werde ich Props für bekommen. Schnelles Holz für den Spire Ferret abzufangen. Oh, das war knapp. Ich hab's mir kurz gehofft. Er setzt ein dummes ein.
Den kriegen wir noch dafür, zumindest für den Main Tower. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Alter. Hast du das gesehen? Warum pushierst du auf einmal das Spiel? Du setzt eine Rakete vor 2 Tagen in den Kobold-Boy Rocket rein und jetzt verstehst du auf einmal das Spiel, ich verstehe das nicht. Auf keinen Fall, die Gegner sind einfach schlechter. Die Frage ist, ob die Widerreiterin durchkommt. Oh oh. Die kommt durch. Ist völlig egal, du hast 2 Türme von mir. Richtig, korrekt. 2 Türme. Okay. Der Doppel hält besser. Perfekt. Zeig mir dein neues Deck. Okay. 3, 2. Ja, mach. 1, go. Ah, 3 Gebäude, extrem schief. Minenwerferkanone und Bombenturm. Ja, kein Direct Damage, auf jeden Fall wieder nice. Mit dem Deck hat er früher angefangen. Ja. Sick, Alter. Ja, echt cool, Mann. Das ist wieder nice. Das ist krass, dass du dein erstes Deck bekommst. Ja, echt cool. Im Chat schreibt jemand ganz gut TBH. Mhm. Das ist wirklich ganz gut, das Deck, ja. Tesla gegen Minenwerfer. Interessantes Battle an der Bridge, aber... Der Tesla hat ein ganz normales Lockbait-Deck. Paul aus Bella Kitos spielt ein ganz normales Lockbait-Deck. Er hat jetzt schon mehr Schaden als er mit der Princess gemacht, als ich an seinem Turnier was machen werde. Perfekt, Digga. Was haben wir dagegen? Ein Sepp? Immerhin. Immerhin, ne? Mir hat ein Zuschauer geschrieben, er glaubt, das Deck, was du spielst, ist nicht so gut. Für die Challenge. Ich glaube, das Deck ist nirgends so gut. Dann kannst du bitte VIP. Das mache ich. Krass, der Tesla lebt sogar noch, mehr jetzt nie mehr zerstören. Er ist der Zuschauer der maximalen Erkenntnis. Oh krass, Minenwerfer, vielleicht noch ein... Ah, nee. Wie soll ich durchkommen gegen diesen Spieler? Kannst du es mir bitte sagen? Wie soll ich den Koop verteidigen ohne Sepp, ohne Block? Der Gegner hat alles. Der spielt Lockbait, ich habe keinen Lock. Nur gegen Sweater. Ich habe auch keine Pfeile. Der Typ, ich spiele nur gegen Decks, die Sinn ergeben. Und wenn sie keinen Sinn ergeben, bumsen sie mich trotzdem weg. Richtig. Ich verstehe es nicht. Erklär es mir bitte, es macht keinen Sinn. Es ist so gut, Alter. Es ist so gut, dass du es genau so nachvollziehst. Es war 1:1, alles gleich, als ich gegen Michi gespielt hatte. Ich hab die Welt nicht mehr verstanden. Sekunde. Oh. Der Minenwerfer trifft beides. Solid. Ein Connect. 2. Hit. Schön. 3. Hit. Oh. Da kriegt der in 90% der Fälle den 4. raus, aber macht bei mir einfach keinen, weil Super Saiyan mir nicht gönnt. Schade. Nee, die gönnt nicht. So, Matchpoint für Big Spin jetzt. Mit allen Mitteln verteidigt er. Das Holz tut natürlich weh. Boah. Das ist die Definition eines Value-Holzes. Das sieht aus wie aus so einem Tutorial, wo das Holz vorgestellt wird. Man kann die... Oh, schön. Der Minenwerfer bleibt bestehen. Das Holz ist so viel Value wieder. Die Princess trifft den Minenwerfer wieder mit. Der Minenwerfer. Connected für 1 Hit. Das größte Value-Holz in der Geschichte der Menschheit. X-Men spielt hier einfach unser Leben. Schön. X-Men würde einfach 1000 von 1000 Games gegen ihn gewinnen. Aber er muss das Random-Deck spielen. Schöne Barbs. Und die Princess lebt und stirbt. Oh, der nächste Connect. Geht noch einer raus? Oh, da geht noch einer raus! Er hat die Rakete, Max. Er hat die Rakete. Hat er sie echt? Ja. Das glaube ich dir nicht. Das würde dich ja komplett brechen. Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Warum würde ich das komplett brechen? Ich weiß gar nicht, ich bin voll stabil. Oh, der Infernoturm ist weg. Und ich bitte dieses Game einfach nur gewinnen. Nächste holt 200
37 HP. Ach du heilige Scheiße. Das lassen wir, das lassen wir. Ich spiele die nächsten 3 Wochen kein CR mehr. Tschüss. Oh mein fucking Gott, das war das Frustrierendste, was ich in meinem Leben in Clash Royale gesehen habe. Ich sag dazu nichts, ich sag dazu nichts, Wachs. Dann, oh Alter, dann. Oh mein Gott. Bin bad, Bix, bin bad, Bix, bin bad. Hast du dich ja Strubel. Alter, dass wir das noch mal erleben können. Das ist die bitterste Szene, die es in Clash Royale je gab. Während ich 6-0 sogar stehe, steht Bixbin 2-4. Hey, warum lachst du? Ich lache nicht. Ich atme. Ich auch nicht. Alter. Ich gebe dazu keinen Kommentar, Max. Ich gebe dazu keinen Kommentar ab. Digga, das ist unfassbar. Ich spiele gegen Paul. Paul aus Bella Kitos rastet komplett aus. Als wenn es in seinem Match um Leben und Tod geht. Verstehst du das? Ich verstehe das. Er rastet. Ich verstehe alles, nur die Zuschauer nicht. Aus. Das ist, glaube ich, einer meiner absoluten also auch long-term gesehen, einer meiner absoluten Favoriten-Duelle überhaupt. Ich lade natürlich einmal die Highlights hoch, aber ich glaube, wir müssen einmal alle deine Games und meine Games, die komplette Challenge, damit man das alles wirklich den kompletten Frust nachvollziehen kann, die komplette Challenge einmal auf dem Second Try hochladen. Weil das hat man noch nicht gesehen. Jetzt ist mein ganzer Chat voll mit. Okay, versuch nicht zu ragen, ja? Ist die ganze Zeit der gleiche Gag. Mad Cod's Bad. Mhm. Erstens. Und das zweite, darfst du nicht ragen. Ich habe den Gag jetzt gerade 400 Mal gelesen. Du solltest vielleicht mal Big Spin coachen. Mein Headset ist literally ohne Witz jetzt in dem Moment, wo du es gesagt hast, ausgegangen. Nicht mal mein Headset hat Bock darauf. Ich dachte. Oh no. Warte. Ganz kurz, Sekunde. Okay, jetzt bin ich wieder auf Sendung. Hast du meinen Satz noch fertig gehört? Dass ich dich mal coachen soll? Ich bin doch nicht auf Sendung, mein Headset spackt gerade ein bisschen, warte. Okay. Warum höre ich nichts mehr? Big Spin hätte den Headset verabschiedet, oder was? Doppeltilt. Wieso spielt so, jetzt höre ich dich. Okay, sehr gut. Ja, es ist krass. Also ich verstehe dich komplett. Also ich übertreibe jetzt nicht. Du müsstest vielleicht nochmal beim VOD gucken. Aber genau das gleiche hatte ich gegen Mickey. Und dann gibt es 1000 Backseat-Gamer, die dann sowas schreiben, du hättest den X-Bow klonen sollen oder sowas. Oder warum wärst du nicht das Kobold-Fass ab? Alles voll, weißt du? Naja, ich verstehe das. Ich kann es nicht fassen. Das ist dann einfach, dass ich das, was ich jetzt mache, machen muss. Das tut einfach nur weh. Ich habe noch nie so schmerzhafte 10 Subs rausgehauen wie jetzt gerade, weißt du das? Ja, mir tun sie auch irgendwie leid. Ich fasse es nicht. Bixbin, vielen Dank für 10 Subgifts. Ja, der Maul. Vielen Dank. Du hast dein Bestes gegeben. Alter, mega nice. Ja, mega nice, echt. Cool. Okay. Ich wollte jetzt noch eine Stunde Elixirgum spielen. Ich bin zu triggert. Sicher? Ja. Ich würde dir jetzt einen schönen Trost-Host rüberhauen und dann machst du das noch. Vielleicht pusht dich das wieder. Ich habe die ganze Zeit, weil ich dein Deck hier noch gesehen habe, deine Bildschirmübertragung nebenbei offen. Und das sind Blicke, wie du dein iPad anguckst, die habe ich noch nicht gesehen. Katastrophe. Ich bin gerade einfach innerlich leer, verstehst du das? So habe ich mich bei Pokémon gefühlt. Oh, Junge. Ja, komm. Ein Traum. Du streamst jetzt noch weiter und machst noch eine Stunde Elixier, Golem, weil du bist nämlich bald weg und du musst vorproduzieren, stimmt's?
Ja, probably. Lädst du die Challenge auch hoch? Überlege ich noch. Ich würde es auf jeden Fall machen. Also, es war vieles, aber es war auch einzigartig. Das ist richtig. Ja, ich überlege es mir, ob ich das auf meinem Kanal haben will. Ist auf jeden Fall nicht SK sehen. Ich hasse es, gegen dich zu verlieren. Ich weil weiß. Du ja. einfach, weil du dich so unfassbar doll freust. Und ja. Ich gönne dir das. Ich gönne dir nicht, dass du mich so unfassbar doll über die Scheiße freust. Ich freue mich auch so sehr. Vor allen Dingen, du kriegst Random Decks und die größte Scheiße. Und der Gegner spielt auch wie Scheiße und hat ein Scheißdeck. Aber kontert dich und du versuchst auf 7, das sehen die meisten Zuschauer nicht. Du hast in dem einen Match 7 verschiedene Angriffsstrategien versucht, wo du Prinz und Prinz gegen Grabstein und Guards gespielt hast. Du hast 7 verschiedene Angriffstaktiken versucht und mit keiner konntest du auch nur im geringsten Schaden machen. Ja, ich sehe das alles, aber hier gibt es über 10.000 Leute, die das nicht verstehen. Und die was überschreiben, oh, Big Spoon war aber auch mal besser. Das habe ich auch gelesen. Bitte Permabande. Permabande einfach. Die werden alle Perma gebannt. Das ist so gut, Mann. Das ist so gut. Zeig der Welt, was du drauf hast mit einem Elixier-Golem. Ich hoste dich gleich rüber. Ich moderiere noch ab und dann kriegst du den Host. Es war ein Traum. Es war ein Fest. Es war einer der coolsten Challenges. Klar, das war ja jetzt erstmal auch viel Raid, aber dadurch wird es auch irgendwo vielleicht auch so witzig. Für dich wird es witzig, ja. Das stimmt. Holy shit. Ey, ja. Insane. Es hat wirklich mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Irgendwann. Ey, kein Problem. Die Revanche wird es geben. Okay. Okay, alles klar, dann noch dir einen schönen Abend, ja? Danke dir, Mann. Dir auch. Tschüss, tschüss. Wir hören uns. Ciao. Tschüss. Es ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Bixby konnte nichts machen. Er konnte nichts machen. Nichts. Er konnte nichts machen. Er konnte nichts machen. Ich wusste das schon. Normalerweise die Random Decks sind normalerweise so konstruiert, dass du ein oder zwei Gebäude hast, ein oder zwei Zauber, ein Tank, Damage Dealer, ein Allrounder. Das ist bei den Random Decks normal so. Aber in dieser Challenge ist das nicht so. Da ist es komplett random. Es ist völlig random. Haben wir ja gesehen. 5 Gebäude, 5 Zauberscheiß und so ein Mist. Aber er wollte es trotzdem wissen. Wir hosten Big Spin. Ey Leute, es war ein richtig geiler Stream. Wir haben Big Spin besiegt. Es ist alles geil. Morgen ist nice. Okay. Euch einen entspannten Abend. Viel Spaß bei Big Spin. Munter den ein bisschen auf. Geiler Typ. Insane beschissene Decks. Chancenlos verloren. Da ging gar nichts. Viel zu hartes Handicap. Ich habe ihn absichtlich provoziert und ihn sauer gemacht, weil ich das so liebe, Salz in die Wunde zu schmeißen. Haufenweise. Das mag ich einfach.